Hallo und guten Morgen. Es ist Sonntag, die Sonne scheint, es ist Zeit für ein neues Buju-Video. Wir schauen auf meine vergangene Woche. Ich zeige euch mein Layout für die nächste Woche und ich würde sagen, wir starten direkt. Ich bin heute hellauf begeistert, die Sonne scheint, es ist endlich warm draußen, wobei es schon fast wieder zu warm ist. Wir Deutschen sind ja eh immer am Nörgeln, aber ich sehe schon, wie hier die ganzen Rasenflächen verbrennen. Also grundsätzlich ist es viel zu trocken. Was man ja auch an den Waldbränden zum Beispiel in MacPom und so weiter sieht. Also ja, ist ja immer ein sehr zweischneidiges Schwert, dieses Wetter. Ja, aber ich freue mich, die Sonne scheint, ich habe eine Waschmaschine laufen, mein Elektroauto lädt und trotzdem haben wir noch so viel Strom über, dass wir das ins Netz schießen. Das heißt, ich verbrauche Strom und verdiene gleichzeitig Geld. Finde ich richtig cool. Und die Speicher sind auch schon wieder voll. Wir haben es jetzt, was sagt meine Uhr? 10:30. Und unsere Stromspeicher sind schon voll, weil die gestern die Sonne ja auch schon schien und ich über Nacht gar nicht so viel Strom verbrauchen kann hier, beziehungsweise das Haus verbraucht ja nicht viel, dass da kaum was raus war. Also, Sonne scheint, wir verdienen Geld mit dem Strom. Finde ich spitze. So, der Juni. Schauen wir mal. Das war ja meine vergangene Woche. Paar Termine, eigentlich nichts Besonderes irgendwie. Ja, das Einzige, was halt tatsächlich ein bisschen stressig war, wir haben ab Dienstag die Maler im Haus. Das alte Kinderzimmer unseres Sohnes wird gestrichen. Daraus machen wir ja ein Gästezimmer. Das alte Kinderbadezimmer wird auch gestrichen. Beziehungsweise ist es da nur die Decke. Das Ding hat ja auch nur eine Größe von einem Gäste-WC. Das ist also winzig, aber da wird halt die Decke gestrichen. Die sieht irgendwie total össelig aus. Und dann wird unser Schlafzimmer und unser eigenes Badezimmer gestrichen. Die haben 4 Tage veranschlagt. Eigentlich wollten die Montag anfangen. Aber da wir noch so viele Schalter und Lampen und all sowas abbauen müssen und wir aber heute Abend noch auf einem Konzert sind und mein Mann jetzt gerade auch noch unterwegs ist, der kommt erst irgendwann heute Nachmittag an. Ich denke, der springt dann unter die Dusche und dann fahren wir auch schon wieder los. Würden wir das gar nicht schaffen. Also haben wir das dann Gott sei Dank auf Dienstag verschieben können. Alles, was so an beweglichen Teilen da ist, wie, keine Ahnung, Dekogedönse und Blumen und Bilder, alles, was man so abnehmen kann, haben wir schon weg. Da sind noch 2 Schränke. Den einen können wir aber so raustragen und den anderen nehmen wir von der Wand. Der kommt da auch wieder hin. Das heißt, da bleiben auch die Nägel in der Wand. Aber wir mussten halt auch ein paar Nägel ziehen, weil wir da ein bisschen was verändern. Und auch im Schlafzimmer muss noch ein bisschen was abgebaut werden. Da haben wir einen Fernseher an der Wand hängen. Ja, und damit das alles nicht schon Wochen nach vorher ungemütlich ist, es reicht ja, wenn die nächste Woche absolut ungemütlich wird, haben wir das halt noch nicht gemacht. Alles, was beweglich ist, haben wir schon raus. Aber was weiß ich hier, so Lampen und so, weil das sieht ja so ätzend aus, wenn die da umzustreichen. Das haben wir bei unserem Sohn gesehen, da haben wir die Lampe nämlich jetzt auch abgebaut. Und als die, das ist schon mal da gestrichen worden, da haben die nämlich um die Lampe umzugestrichen. Und das sieht man natürlich jetzt und das sieht echt bescheuert aus. Also werden wir die Lampen abbauen. Aber das ist halt alles Arbeit. Ja. Und danach, wenn die hier drin fertig sind, machen die nämlich draußen in unserer Halle weiter. Und da ist halt das Problem, dass wir an der Halle ganz viel Brennholz liegen haben, sowohl vor der Halle als auch quasi hinter der Halle. Und das sind echt Massen. Das merkt man dann, wenn man das in den Schubkarre umkackt, genau. Wenn man das umpackt, wollte ich natürlich sagen. Wenn man das in eine Schubkarre umpackt und dann durch die Gegend schieben und schleppen muss, dann merkt man erstmal, wie viel das ist. Also, wir brauchen die nächsten Winter nicht frieren. Und das sind tatsächlich fast alles Bäume, die hier mal bei uns auf dem Grundstück standen, die wir irgendwann mal umgelegt haben, weil sie einfach zu viel waren. Da sind auch Birken bei. Die taugen natürlich nichts. Damit kann man so ein Feuerchen anmachen, aber die sind nichts für einen Kamin. Also da kann man nicht mit heizen. Das macht Puff und dann sind die weggebrannt. Also, aber es ist halt unfassbar viel Holz und das muss halt alles, ja, man muss ja jedes Stück einmal in die Hand nehmen, in die Karre schmeißen, Karre durch die Gegend schieben und irgendwo wieder auspacken. Und von daher habe ich gefühlt 85.000 Holzstücke die letzten Tage in der Hand gehabt. Ich bin froh, dass ich mir keinen Splitter eingefangen habe. Ich habe natürlich Handschuhe an. Aber teilweise ist das echt splitterig. Und ja, also das ist tatsächlich ein bisschen Arbeit. Und das macht gerade bei 30 Grad überhaupt gar keinen Spaß. Ich bin froh, dass es nicht regnet, weil dann hätte ich noch weniger Spaß. Aber bei 30 Grad ist das auch echt nicht witzig. Aber das ist halt eine Sache, die gerade anliegt. Und ja, da müssen wir bei. So, also das war dann
ein bisschen was in dieser Woche. Ausräumen, umräumen. Ich habe gestern Nachmittag unseren Sohn noch abgeholt bei seiner Wohnung. Der hatte hier noch ein paar Sachen in seinem Kleiderschrank. Die musste er ausmisten und noch so Schriftgedönse, was er alles hier hatte. Das hat er aber alles ausgemistet. Ich habe heute Morgen auch tatsächlich schon Altkleider entsorgt. Ja, und den Rest Altpapieren, also was, das haben wir halt gemacht. Das ist super. Ich habe einen Workshop vorbereitet diese Woche. Den habe ich in 1,5 Wochen. Da kommen 5 Leute, da freue ich mich mega drauf. Ich habe 3 Projekte vorbereitet und habe das auch alles schon zugeschnitten. Und ja, mir gefallen die Sachen sehr. Ich hoffe, den Mädels auch. Es ist immer sehr, sehr schwierig, weil ich die nicht kenne. Ich habe keinen Schimmer. Können die basteln? Haben die schon mal was gemacht oder nicht? Haben die schon mal so ein Schneidebrett in der Hand gehabt? Haben die schon mal mit Stempeln gearbeitet? Bei meinem letzten Workshop waren wir zu viert. Da habe ich das relativ freigestaltet. Also da durften die sich das Papier aussuchen und auch die Stempelfarben und so weiter aussuchen. Aber wenn ich da 5 Leute sitzen habe, da muss ich schon mehr den Ton angeben, damit das zeitlich funktioniert, weil so 2,5 Stunden sind verdammt fix weg. Und wenn die dann jeweils immer 10 Minuten brauchen, bis sie sich das passende Designerpapier ausgesucht haben, dann schaffen wir nur höchstens 2 Karten. Also von daher muss ich das da ein bisschen managen und das habe ich auch getan. Und das habe ich aber alles fertig vorgeschnitten, vorbereitet. Das habe ich schon mal komplett von der Backe und da freue ich mich. Dann habe ich das nämlich aus meinem Kopf. Genau. So, nächste Woche, 12. bis 18. Juni. Ich bin übrigens mega stolz auf mich. Ich bin jetzt hier im 6. Monat mit meinem Bullet Journal. Macht mir immer noch total viel Spaß. Ja, diese Gestaltung ist natürlich auch immer ein bisschen Arbeit und auch ein bisschen zeitintensiv. Aber ich entwickle da wirklich immer mehr Routine drin und auch Ruhe drin und bin da auch völlig entspannt mittlerweile. Mache mir da nicht mehr so einen Kopf um das Layout und wie sieht das aus. Und ja, es wird immer besser. Also ich bin ganz stolz, dass ich da ja schon den 6. Monat dann dabei bin. Genau. Ich habe mich mal wieder für so eine 4er-Konstellation entschieden. Hier hatte ich es ja wieder quer. Jetzt habe ich halt einfach wieder meine großen Kästen. Da habe ich genug Platz, um was aufzuschreiben. Liegen auch ein paar Termine an. Tierarzt, Teamtreffen, Kreativgruppe. Das muss ich alles noch eintragen. Also da sind so ein paar Dinge, die da noch zu tun sind. Und ja. Aber das ist meine nächste Woche. Ich habe es wieder so maritim gehalten, wie den ganzen Monat. Ja, habe mich hier wieder an meinem Stempelset Beauty of the Deep ausgetobt. Habe hier diese Koralle genommen und diesen kleinen Fisch und diesen Seetank-Gedönse-Stempel, was auch immer das darstellen soll. Habe hier noch ein bisschen Gelb mit reingenommen, um ein bisschen Farbe reinzubringen. Aber ansonsten ganz schlicht, ganz einfach, ganz clean. Und das gefällt mir ganz gut und ich freue mich auf die neue Woche. Bin gespannt, was sie für uns alle bereithält. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Lass mir gerne ein Abo da, das würde mir sehr helfen. Ich arbeite immer noch an den 1000 Abonnenten. Vielleicht schaffe ich das ja in diesem Jahr noch. Lass mir auch gerne einen Kommentar da, da freue ich mich auch immer drüber. Und dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss!